Wir zeigen dir jetzt eine weitere Variante des exzentrischen Wadenkrafttrainings. Wenn du die Übung mit einem Kniebeugewinkel von 60 Grad ausführst, wirst du andere Fasern der Achillessehne erreichen. Außerdem kannst du die Übungsintensität steigern, indem du die Übung mit einem Rucksack durchführst, den du mit Gewichten beladen kannst. Wir zeigen dir jetzt, wie man die Übung mit einem Kniebeugewinkel von 60 Grad korrekt durchführt. Laura, positionier dich bitte wieder auf der Stufe. Achte darauf, dass der Ballen sich auf der Kante befindet. Nehme einen Kniebeugewinkel von 60 Grad ein, gehe in den Hochzehenstand und aus dieser Position arbeitest du wieder langsam mit dem Fersenbein nach unten, bis du in der maximalen Dehnung bist, um die Exzentrik zu betonen, und wieder nach oben und wieder nach unten. Auch diese Übung führst du mit 15 Wiederholungen durch. Du machst 3 Sätze pro Bein und eine Pause von 15 Sekunden zwischen den Sätzen.